Es geht weiter. Ja, logisch geht's weiter. Der nächste Tanz ist nämlich eine Rumba von Petra Frey und Vadim Garbusow. Und bei einer Rumba, da stehen dann halt so Dinge auf dem Aufgabezettel wie Erotik, Sinnlichkeit, laszives Geschaue. Und das ist schon ein Dilemma für die Petra, weil, wie wir alle wissen, sind die Rollermadeln immer brav. Wirklich fulminant. Ich gratuliere. Die Woche habe ich die größte Herausforderung mit der Rumba. Das ist bitte mein Lieblingstanz. Es geht um Liebe und Leidenschaft. Ich will, dass du Geilheit zeigst. Das wäre super geil, wenn du Doppelte machst. Das ist die oberste Geilheit. Ich weiß, dass du alles super geil findest. Eine Berührung gehört dazu im Rumba. Es muss da sein. Du bist ein alter Rumba-Drapscher. Sonst, wo ist die Geilheit in diesem Tanz? Sie muss den Körper streichen. Ab doch. Ja. Kann ich nicht tiefer anfangen? Nein. Ich glaube, ich weiß nicht, warum ihm die Rumba so gefällt. Und Tiri, streichel dich selbst. Oh. Mir gefällt es auch in der Rumba, wenn Petra sich selbst berührt. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der das mag. Na, da schaue ich gerne zu, ja. Ich bin ja im Grunde, wenn man mich genau kennt, ein ziemlich jammiges Mädel. Und ich werde so also ziemlich in der Rumba mit allem konfrontiert, was mit Erotik zu tun hat. Wir freuen uns auf die Rumba von Paar 05. Hier sind Petra Frey und Vadim Garbusow. Was zu beweisen war, von wegen charmig. Aber ich kann dich so gut verstehen. Das muss im ersten Moment echt komisch sein. Ja, ist wirklich. Wie war das jetzt, aus dieser Komfortzone quasi rauszugehen? Es war echt eine Überwindung, gell? Weil ich habe immer Hosenanzüge an und habe mich schon ein bisschen geniert zuerst. Und er hat sich dann richtig provokant im Training herausgeholt. Und ja, mittlerweile ist alles so, dass ich mich bei allen bedanken muss, beim ganzen Team und beim Vadim, weil ja, es verändert man total. Und inwiefern? Fühlt sich gut. Du sagst, du hast dich geniert wegen dem Kleidl. Ich meine, er rennt um und um und geniert sich kein bisschen. Ja, das ist ja gewohnt, mein Ukraine. Ich habe ja Haare, ich habe Haare hier, deswegen. Verstehe. Also kann man es auch zeigen. Aber inwiefern, weil du hast gerade angesprochen, das ist so ein Prozess und man verändert sich. Was denn genau?
Ja, es ist natürlich erstens einmal, wenn man so wenig gewohnt ist, kurze Kleider zu tragen, Beine zu zeigen. Ich glaube, da gibt es ja viele Frauen, die da ein bisschen Ängste haben oder gerade im Fernsehen, es könnte vielleicht auftragen. Und dann kommt natürlich dazu, dass es eine Sache der Weiblichkeit ist. Und die Rumba braucht halt totale Weiblichkeit, Erotik und Leidenschaft. Und ja, als geschammige, ein bisschen geschammige Tirolerin war das schon die größte Challenge. Ich habe aber sofort gesagt, als ich deine Beine gesehen habe, Mama Mia, wie kann man solche, Entschuldigung für die Lexi, geile Beine verstecken. Und das soll auch nicht nervös machen. Hallo. Ich verstehe die. Da kann man sich nicht konzentrieren. Nicole, hat sich's ausgezahlt, dieses Risiko einzugehen? Absolut. Also wenn der Vadim recht hat, dann hat er recht. Also wie jede Woche eine Top-Leistung von euch beiden. Eine sehr schöne romantische Rumba. Ich muss sagen, ihr habt auch viele Basic-Figuren getanzt, Rocks und Sliding Doors. Also das ist nicht einfach. Manchmal sind die einfachen Figuren schwieriger zum Tanzen. Das hast du schön gemacht. Die Geilheit kann noch mehr kommen. Du kannst ihn dir noch mehr packen und so, ja? Also nimm ihn dir und nicht nur so ein Küsschen auf die Stirn am Schluss. Ein bisschen mehr kann dann schon noch kommen, bitte, aber bitte. Auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Noch der Nicole, muss sagen, ist schwer, ne? Ja. Aber trotzdem, ich weiß was. Ich weiß, was hast du nicht? Der Titel der Musik, My Love is Your Love. Kann man sich darunter was vorstellen? Ja. Ja? Warum sieht man das nicht? Es ist eines. Sie wirken eingelernte Bewegungen. Es schaut so aus, aha, über die Haare fahren, okay, das war schön. Aber das kommt nicht von der Seele. Das muss von innen kommen. Aber Sie sind am guten Weg, stimmt's? Eben, ja, haben wir auch gesagt. Okay. Dankeschön, Hannes. Kannst du nachvollziehen, was der Hannes gesagt hat? Ja, es ist ja eh da. Das muss als erst raus. Das ist halt nicht so leicht. Ja, ihr müsst vor allem jetzt aussehen. Dankeschön, ja. Petra und Vadim. 090 10 59 09 05 für Petra Frei und Vadim Garbuzov. Okay. Hallo. Leidenschaft. Ja. Muss von Ihnen mehr Leidenschaft. Vielleicht ist denn die Brust auf die so stolz ist, büschelweise ausreißen können. Weil beide haben ja, ihr habt ja beide eure Partner da draußen sitzen. Da kannst du jetzt von innen heraus und so. Für meine Verhältnisse eh schon viel, oder? Ich hab's gespürt. Die ganz schön bekuschelt, finde ich. Durch die Hüfte. Also pass auf jetzt. Folgender Ansatz. Wer Dancing Stars 2012 wird, steht da noch in den Sternen. Ja. Aber das ist für dich kein Problem, da kennst du dich aus. Du hast ja mit Astrologie was zu tun. Wie kommt denn das? Zu tun, das muss ich ganz gleich dazu sagen, ich bin in der Lehre. Ich studiere das seit 2 Jahren für mich bei einer guten Freundin, die mir das lernt. Und finde es wahnsinnig spannend. Und immer, wenn ich jemanden trifft, frage ich sofort nach Geburtsminute und so. Weil man wahnsinnig viel. Es ist eine Wissenschaft. Da braucht man halt viele Jahre und ich glaube, ich würde mich nur dann als gute Astrologin nennen, wenn 30 Jahre um sind, weil dann hat man genug. Gut, streiten Sie die Geister, ob es Wissenschaft ist oder nicht. Habt ihr gleich geschaut, was hast du für Sternzeichen? Ich bin Krebs, das erklärt meine Sensibilität. Und solltest du dir Choreografien überlegen, wo ich seitwärts tanzen kann? Weil das ist einfacher. Genau. Und was bist du? Der Vadim ist ein Stierele, der hat ja auch bald Geburtstag und wir haben ja 2 fast Geburtstagskinder, die Stiere sein, der Wolfram und der Marco. Ja. Und passt das zusammen, Krebs und Stier? Krebs und Stier, das lobe ich mir. Ja, das geht hier umgekehrt nicht aus. Stier und Krebs reimt sich gar nichts. Das passt sehr gut zusammen, weil ich bin Aszendent Waage. Waage ist Venus betont und Stier ist Venus betont. Wir holen jetzt da nicht zum Klaraus. Damit es halt einmal gesagt wird. Das ist eine vage Behauptung, ja. Also wir wollen da nicht so, ich persönlich kenne mich da nicht so viel aus. Ich weiß nur, was ist der Unterschied zwischen einem 3-Stern-Hotel und einem 5-Stern-Hotel. Das ist praktisch. Aber als Sterneforscherin und Sängerin, Sternesängerin passt das auch. Ich bin Zwilling. Gibt es ein Sternzeichen, das gerade unter sehr günstigen Sternen steht? Ja, also bei dir ist ja ganz lustig. Du bist Zwilling im Aszendenten Löwe. Man sagt ja den Zwillingen nach, die reden mit Händen und Füßen. Ja, die Füße haben schon im Kontokontrolle, ja. Und Aszendent Löwe, bei Löwe sagt man immer, die kommen nicht in einen Raum, die erscheinen. Ich finde das schön bei dir. Sonst noch irgendwas, was du rausgibst? Wer fliegt raus heute? Das würde ich erstens niemals nachschauen. Da würde ich mich innerlich weigern davor. Natürlich.
Jetzt aber bitte schau into the crystal ball. Ja, sehen wir da was sehen? Ja, da kommen nämlich deine Punkte, die deine Zukunft wesentlich beeinflussen werden. Oh, hoffentlich. Bei uns. Ich habe auch ein bisschen recherchiert, und zwar was die Sternzeichen unserer Juroren betrifft, und zwar die chinesischen. Nicole Franz Hansen, Büffel. Oh, super. Acht. Hannes Nettball, Drache. Sieben. Ja. Ja. Thomas Schäfer-Ellmeier. Neun. Oh, Hund, danke schön. Thomas Schäfer-Ellmeier ist ein Hund. Und der Bollasch-Ecker ist, aufgepasst, eine Schlange. Aber was für eine? Was für eine? Was sieben. Wow! Ja, bitte! Das sind insgesamt 31 Punkte für Petra und Vadim. Hey, das ist ein tolles Horoskop, oder? Ich finde auch. Ja. Also, ja. Die Sterne stehen gut. Also, danke sehr.